Angebot ist für diejenigen, die halt einen entsprechenden Bootsführerschein haben und gerne mal einen schönen Tag auf dem Wasser verbringen möchten. Ja, moin. Heute wollen wir euch mal unser AVO-Boot vorstellen. Das Boot ist 6,16 Meter lang, 2,48 Meter breit und wiegt 1,5 Tonnen. Das Boot und die gesamte Ausrüstung ist für die Vermietung hier vom Wasser- und Schifffahrtsamt zugelassen und alles eingetragen. Es ist zugelassen hier bis zu 6 Personen. Zu zweit ist Luxus, mit 4 ist es schön. Bis zu 6 dürfte man, aber das ist natürlich dann schon irgendwann direkt eng. Hier unten haben wir unser Motörchen versteckt. Das ist ein 85 PS Dieselmotor, der schwerpunktgünstig in der Mitte direkt vom Boot ist. Wir hätten hier für Notfall auch noch einen Außensteuerstand. Hier ist die Schaltung für außen und hier kann eine Notpinne draufgesetzt werden. Falls der Hauptsteuerstand mal ausfallen sollte, haben wir die Möglichkeit, ihn hier hinten zu aktivieren. Ja, wir haben drinnen zwei Monitore verbaut mit einem GPS-Kartenplotter und mit einem digitalen und mit einem analogen Echolot. Wir haben auf dem großen Monitor auch AIS drauf, das ist ein automatisches Identifizierungssystem. Wir haben hier ein nostalgisches Holzlenkrad. Das hat fast so ein bisschen Kutterscharme hier. Wir haben auch ein Soundsystem mit an Bord, wo man über seinen USB-Stick Musik hören kann. Wem das auf dem Wasser zu ruhig ist, der kann natürlich auch der Musik hören. Ja, Kurzgewachsene können hier auch mal ein bisschen Pause machen. Meine Kinder liegen da ganz gerne mal zum Schlafen. Wollt ihr Heizung anmachen? Wir haben gerade 30 Grad Außentemperatur. Das ist schön, wenn man eine Heizung anhat hier. Ne? Wir haben Beleuchtung hinten dran. Hier haben wir unseren Filetiertisch, dass die Fische gleich anständig verarbeitet werden können hier an Bord. Und man kann zwischendurch mal so ein paar Sachen ablegen beim Angeln. Ist immer ganz praktisch. Fisch an! Fisch an! Ja, hier haben wir noch unsere umfangreiche Sicherheitsausstattung mit Rauchtöpfen, Handfackeln, Werkzeug, Signalpatronen. Zusätzlich haben wir noch Fallschirmsignalraketen mit an Bord. Für diejenigen, die die pyrotechnische Seen- und Signalmittellizenz haben, ein Mann-über-Bord-Kit haben wir da dabei. Das ist eine Rettungsstaufe, wenn jemand mal über Bord gegangen sein sollte, dass man den auch wieder an Bord kriegt. Und für diejenigen, die noch ein Funkzeugnis haben, haben wir auch noch ein Funkgerät mit an Bord. Ja, wie ihr seht, haben wir für eure Sicherheit gesorgt, wie bei allen unseren Booten. Ja, wenn ihr auch mal Lust habt, dieses Boot zu fahren, könnt ihr es gerne bei uns mieten. Meldet euch bei uns über E-Mail, über Telefon, wie ihr möchtet. Schaut euch das Boot gerne bei uns auf der Internetseite an. Macht einen Termin ab und ihr könnt das Boot mieten.